Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kamekenix Simulator. Unser T-Series haben wir in der letzten Folge endlich zusammengebaut. Also der Motor ist wieder drin. Technik ist wieder voll am Start. Was wir jetzt noch machen müssen, sind hier die Karosserieteile anbauen. Habe ich mir gedacht, machen wir direkt, ne? Beziehungsweise habe ich auch gesagt in der letzten Folge, dass wir es auch direkt machen werden. Weil, dieses Lila will ich weghaben. Da kriege ich irgendwie Zustände langsam, wenn ich das Ding hier in Lila rumstehen sehe. Voll nicht meine Farbe, deswegen muss das Ding hier weg. Türscheibe, das zählt als Türscheibe, hatte ich ja nicht auch irgendwie eine Karte. Ach nee, ich habe ein paar. Das war dumm, ich habe ein paar Teile irgendwie falsch gekauft. Also so, nur so Scheiben und sowas. Für ganz anderes Fahrzeug. Ich hatte irgendwie nur T-Series eingegeben und zack, hatte ich da sämtliche Fahrzeuge irgendwie drin stehen, wo ich mir gedacht habe, huch, da habe ich irgendwie gar nicht drauf geachtet. War ein bisschen dumm gelaufen. Also zum Glück ist es mir am Anfang direkt aufgehört. Ich glaube, ich habe nur ein oder zwei Scheiben gemacht. Ja, Nummernschild Great Britain, natürlich, ne? Queen 1. Nummernschilder, wenn man die selber beschifft, die sind ja schweineteuer, ne? 1700 Dollar kosten zwei Stück. Ja, da denke ich mir auch, was ist denn da los? So, die hässlich blaue Tür. Wir haben schon zu viele blaue Autos. Würde allerdings auch noch gehen, irgendwo. In so blau, ja. Könnte man machen, würde ich sagen. Aber so blau, grün. Haben wir halt schon sehr, sehr viel, ne? Haben wir echt viel. Ja, hier auch. Queen 1 aus Great Britain natürlich. Logisch, ne? Das sieht auch irgendwie komisch aus hier, ne? Das sieht irgendwie aus, als hätte das eine ganz andere Farbe irgendwie. Machen wir zu, die Hütte hier. So, jetzt sieht es wieder normal aus. Sehr schön. Ja, dann würde ich mal hier schauen. 220 PS hat der, okay. Ja, kann man machen, ne? Alles fertig. 60.000 ist der jetzt wert. Okay. Plus 12,50 für Restaurierungsprämie. Ist ja nicht gerade der Hit, ne? Also mit dem machst du jetzt auch nicht wirklich mega den Reibach, würde ich jetzt mal so behaupten. Obwohl, es geht, ne? Je nachdem, was man reparieren kann und was man da so reinstecken muss. Da wollte ich nicht drauf. Nein. Ah, Mann, ey. Dass man dann jedes Mal wieder da weggehen muss, ne? Das ist auch so nervig. So, und jetzt wollen wir den mal ganz schnell in die Lackierbox stecken. Weil, geht gar nicht. So, dann wollen wir mal gucken hier. Was können wir denn hier machen? Farbton, ja, da müssen wir erstmal ran. Babyblau, nee. Wie kriege ich denn so einen Braunton? Denn so ein Haselnussbraun, habe ich ja gesagt, wollte ich. Oh, hier sowas zum Beispiel. Das geht doch schon mal in die richtige Richtung. Das ist aber mehr so gelb, das will ich eher nicht. So. So für so einen Queen-Wagen sieht das doch, passt das doch eigentlich, ne? So Hazelnut quasi. Helligkeit ein bisschen runter vielleicht. Oh ja, so. So wird's doch, so geht's doch in die richtige Richtung, finde ich. Was haben wir hier? Sättigung? Nein. Ja, so kann man. So, ja. Ja, doch. So könnte ich es mir vorstellen. Es passt auch so ein bisschen mit diesem Holzdekor in. Für so eine alte Schüssel. Für so ein. Ja, das ist ja wirklich ein Oldtimer. So auf Luxus getrimmt, so doch, könnte ich mir das so vorstellen. Matt, Perleffekt, ja, Flipflop vor allen Dingen. Oder hier so in Vollassi. Chrom, nee. Metallic, Matt, Matt würde auch noch gehen, ne? Aber da, ich bevorzuge halt sehr stark Metallic-Lappe. Hier kann man gar nichts machen, optional zur Lackierung. Nehmen wir das mal an. So Gold, so. Das ist nun nicht mal mehr so Hazelnut, das ist so mehr so Gold, ne? Das. Ja, doch, das geht doch.
Ja, doch, ich würde sagen, so geht das klar, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde, ja, doch, ich würde behaupten, so geht das auf jeden Fall klar. Irgendwie. Schauen wir mal. Einmal bitte auf den Stellplatz hier. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, mach zu. Ordnung muss sein. Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So passt das. Das passt auf jeden Fall. Gut, klar. Mach mal auf die Hütte hier. Ja, gut, rote Innenstadt. Aber das sind wirklich Fahrzeuge, die waren ja wirklich so. Das rote Leder. Wer macht sowas? Ernsthaft? Wer. Holzdekor. Wer macht sowas? Nee, nicht mein Style, aber ja. Mit diesem Gold-Haselnussbraun. Ja, doch. Doch, doch, doch. Ich würde sagen, doch, das geht. Das geht klar. Das geht auf jeden Fall klar. Ich würde sagen, wir fahren den einfach mal. Aber ja, VMAX-Teststrecke ja nicht, glaube ich, ne? Was haben wir denn noch? Wir gehen mal auf eine andere Rennstrecke. Weil wir hatten nicht, wir hatten hier noch den Flugplatz. Sollen wir mal auf den Flugplatz gehen? Aber das war, glaube ich, nur so rumeiern, ne? Aber ich will halt nur mal wissen, wie das Fahrverhalten ist von der Kiste. Ja. Ja, doch, das sieht, doch, das geht. Also die Farbe geht klar, finde ich. Also für das Auto auf jeden Fall. Er liegt vorne hoch wie ein Haus. Aber gut, was soll's. Fahren wir mal. Dicker V8. Das ist ja hier wirklich nur freies Fahren, ne? Wo? Okay, viel Dampf hat er nicht. Aber so im Großen und Ganzen lässt er sich eigentlich ganz nice, was heißt nice fahren, aber ist halt so eine Retro-Kiste, ne? Wie man so schön sagt. Es geht ja. Komm hier, Vollgas. Ich glaube, der kommt in 10 Leben nicht auf 200, ey. Naja, moin, bei 150 ist irgendwie Schluss. Dafür, dass er 220 PS hat. Ja gut, ich denke mal, die Kiste ist auch schwer wie Sau, ne? Der wiegt bestimmt irgendwie 100 Tonnen oder so. Gefühlt. Yeah. Oh ne. Ist irgendwie eine Hand. Gab es hier irgendwo eine Handbremse? Kann man machen. Sagen wir es mal so hoch. Kann man machen. Ich finde diesen Blubber-Sound eigentlich ganz nice. Aber leider, ja gut, ich sag ja, das Ding ist halt kein Rennwagen, ne? Geht klar. Geht klar, ist kein Rennwagen. Das ist so eher so Mafia-Style, weil, ne, bei dem Platz hier eins, zwei, drei, also drei Leute haben wir Platz. Kappa. Ja, ne, ist halt der Wagen für die Queen, dafür ist es gut. Kann man so schön mit dem Ärmchen wedeln und grüßen. Ich denke mal, das passt. Das kann man so machen. Ich bin zufrieden mit dem Wagen. Nice. Sehr schön. Verkauft werden soll er ja nicht. Ja, da hat sich jetzt auch nicht wirklich was dran getan. Ja, steht hier irgendwo ein Gewicht dabei? Nee, ne? 2,5 Tonnen wird das Ding bestimmt haben. Ne? Gut, ja, sehr schön. Nice. Geil. Haben wir den auf jeden Fall schon mal auf Seite. Damit haben wir auch unser zweites Parkdeck voll. Mit Fahrzeugen, die fertig sind. Oder?
Würde ich sagen. Ich hole mir mal den Bolt Atlanta zurück gerade. Tada! OMG. Ernsthaft, nee. Das ist. Den schieben wir jetzt mal in die Lackierbox. Da muss dran gearbeitet werden. Das geht einfach nicht mehr. Nein, nein, nein. Einmal Volllackierung bitte. Das Babyblau finde ich nice. Das geht auf jeden Fall klar. So als Show-and-Shine-Fahrzeug kann man das auf jeden Fall machen. So, das gefällt mir schon viel besser. Das gefällt mir besser. Das hatte ich ja gesagt, das werde ich auf jeden Fall machen, wenn wir einen Emden Lotz haben. Tada! Da steht der Emden Lotz. Da wird ein Harlequin-Projekt draus, ein nices, weil da geht das besser, weil. Ich glaube, Andreas, du hast es geschrieben, ne? Also dadurch, dass das hier hinten alles ein Teil ist, samt Dach und so weiter, ist das einfach viel zu viel Babyblau gewesen. Ja, teilweise, wo ich mir gedacht habe, ja, kann man machen, aber ich weiß nicht, je öfter ich da wieder drauf geguckt habe, desto weniger habe ich mir gedacht, so, ja, kann man machen, sondern eher gedacht, so, nö. Ja, dann doch nicht. Hier hatte der 480 Pferdchen. Ja, das doch. Bin ich ehrlich gesagt mit zufriedener. Das passt mir besser in den Kram. So, und dann hatte ich ja in der letzten Folge auch gesagt, ich hatte noch nicht geguckt. Ich habe mir jetzt hier mal die Motorenvarianten rausgeschrieben. Habe aber noch nicht geschaut. Dann gucken wir jetzt mal, was wir da machen können. Aber ich habe schon irgendwie von dem, was ich mir da rausgeschrieben habe, die Vermutung, dass der R4 DOHC Turbo mit 180 PS dann doch der stärkste ist. Aber das werden wir jetzt mal gucken. So, der hat hier 145, der R4 DOHC DI, der würde gehen. Der SOHC MPI würde auch gehen, der hat noch weniger PS, okay, der wird es auf jeden Fall schon mal nicht. 4x4 wird es nicht werden. Hier haben wir unsere serienmäßigen 180 PS. Ich könnte ja mal ein V8 versuchen da reinzuhängen. Wird wohl eher weniger klappen. So, was haben wir noch? R4 DOHC normal, hat man den jetzt dabei? Nee. Wo steht der? So, okay, hier haben wir noch den R3 DOHC und den R3 DOHC Turbo. Gut, das sind rein Dreizylinder, wow. Ah, hier ist der R4 DOHC. Oha! Oha, hallo, R4 DOHC, 279 PS. Na, wer hat sich denn da schon entschieden? Katsching. Ja. 200, also der hat quasi 100 PS mehr, also 99. Ja, das, ne, das brauchen wir eigentlich gar nicht weiter zu überlegen. Ich meine, den R4 DOHC Turbo kennen wir ja jetzt schon. Den hatten wir ja beim Roadmaster jetzt hier auch schon auseinandergefrickelt. Wobei auseinanderfrickeln muss ich das Ding ja so oder so, weil, ne, der soll ja dann wieder aufgemöbelt werden, obwohl man könnte den vielleicht irgendwo anders. Ach nö. Nee, da werde ich auf jeden Fall den R4, was war das jetzt? R4 DOHC nehmen ohne Turbo. Weil mehr Leistung. Definitiv. Show and Shine. Dicke Pellen drauf. Felgen. Ja, da machen wir was. Auch wieder was Schönes drauf. Gucken wir mal. Die anderen können wir vielleicht verticken oder so. Mal schauen. Ja. Schiebt mal das Ding hier auf Bühne. Einmal zweite Bühne. Weil kein Öl drin, ne? Können wir ja nicht fahren, weil heult rum hier. Warum wird der. Weil eine andere Frage. Warum ist der eigentlich in der Auktion und da ist kein Öl drin? Was soll denn der Quatsch eigentlich? Das ist ja auch mal irgendwie total komplett anderer Schwachsinn.
Und hier können wir alles Mögliche reparieren. Hier brauchen wir noch nicht mal viel machen an dem Motor. Das schaue ich mir noch an. Da muss ich noch mal schauen, was ich da machen werde, ne? Da muss ich auf jeden Fall noch mal gucken. Sehr eventuell lasse ich den wirklich so komplett, schmeiß den einfach auf Lager. Und entweder haben wir mal Glück und kriegen irgendwie noch mal so ein Auto oder halt nicht. Und dann können wir den da reinschmeißen. Oder ich mache den erstmal so weit fit. Das könnte ich auch machen, ne? Den erstmal so weit fit machen. Ja, dass man den auf jeden Fall direkt irgendwo anders reinsetzen kann. Gut, das schaue ich mir aber dann offscreen mal an. Da muss ich mal schauen. Das wäre eigentlich ja gar keine so schlechte Idee, würde ich sagen. Auf jeden Fall müssen wir die Karosserieteile. Wie sieht es denn hier aus? Karosserie 60%, ja, ist jetzt nicht so der Hit. Zustand Innenraum auf den Arsch. Ja, gut, da müssen wir auf jeden Fall dann noch ran. Da müssen wir ein bisschen was machen. Kein Problem. Dann gehen wir hin, schrauben wir das ganze Ding hier auseinander, reparieren den ganzen Mist. Und ja, dann schon. Kann der nicht aus Belgien? Ah, ne, der kommt aus Belgien. Ja, der ist ein Belgier. Das ist ein Ire. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall so. Ich muss nur mal schauen, wie ich das dann jetzt hier offscreen vorbereite. Das kriegen wir hin. Andere Frage: Haben wir hier noch irgendwas Interessantes gerade, was wir. Der wird mich auch noch mal reizen. Also, den habe ich auch, ne? Der Imperator, glaube ich, habe ich auch sogar noch einen. Oh, 911 RS. Bolt Cape. Was haben wir denn hier zu machen? Könnt ihr noch mal hier so ein bisschen Geld irgendwie scheffeln, ne? Mal wieder so ein Kundenfahrzeug wäre auch mal wieder was, ne? Hier ist nur Getriebe zum. Ach komm, wir machen ein schnelles Getriebe. Ey. Warum nicht? Also schnell, ne? OMG, Alter, du fährst einen Porsche. Was machst du damit? Ich frage gar nicht. Irgendwas rasselt im Getriebe. Aha. Beseitige das Problem im Getriebe. Aha. Es kann kein Gang angelegt werden. Könnte am Getriebe liegen. Ja. Mach mal auf die Hütte hier. Schieb mal hoch die Hütte. Was müssen wir denn dafür alles abmachen? Ah ne, warte mal. So. Getriebe. Einmal bitte hier. Ah, Reifen müssen runter, ne? Also Getriebe ist auf jeden Fall durch. Dafür kann ich das vorbei. Komm, das, ach komm, dann nehmen wir noch schnell mit hier. Getriebe dürfte doch schnell erledigt sein. Das dürften wir sogar noch haben. Also brauchen wir noch nicht mal viel machen. Raus mit dem Zeug, was wir auf Lager liegen haben. Außer wir können das Ding jetzt natürlich reparieren, dann natürlich nicht. Dann kann er seinen Schrott behalten hier. Mach mal ab hier. Raus damit. So, irgendwas rasselt im Getriebe. Ja, wenn ich mir die Getriebeblock hier angucke, wundert mich da gar. Oh, das Getriebe ist komplett hinüber. Da wundert mich überhaupt nicht. Kupplung, alles hinüber. Hier ist ja gar nichts mehr reparabel. Oh, ne? Kann man mal so machen. Ganz schnell Welle hier. Kupp. Genau. Mit 3P wahrscheinlich. Einmal Drucklager, einmal das, eine. Komm, Kupplungsscheibe, scheiß drauf. Und was hat. Ne, halt, da wollte ich drauf. Ey. Was für ein Getriebe war das? Das war ein. Oh, wir haben eine Kiste bekommen, sehr schön. Ein B6C-Getriebe. Da können wir mal ganz schnell gucken, was wir hier noch auf Lager am Start haben. Zack. Getriebe. B6C. Warte mal, nach Namen sortieren bitte. Da. Haben wir sogar noch zwei Stück da. Könnten jetzt allerdings hingehen, könnten die behalten und sagen so von wegen, ja, wenn wir wieder auf den Schrott zum Kohle machen. Aber nö. Ich nehme den Vollgewinn mit. Wo ist der Wagen? Ah ja, moin.
Ja, das passt auch. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir einen Porsche machen, also. Ah, halt, das Schwungrad habe ich vergessen. Wie Schwungrad. Rein damit. Haben wir hier noch eine schnelle gute Tat getan für einen flotten Porsche-Fahrer. Aber Digga, den könntest du mal hier bei mir vorbeibringen, den Wagen. Ernsthaft. Und dann restauriere ich dir das Teil mal, weil du fährst einen Porsche. Leisten kannst du das auf jeden Fall. Also, daran sollst du scheitern, ne? Ich nehme auch nicht viel Geld dafür. So, keine Ahnung, 40, 50.000. Nicht? Also, ich kann es nur anbieten, ne? Mache ich dir den wieder komplett fit, den Wagen, da sieht wieder gut aus. Aber das ist die Entscheidung vom Kunden. Er möchte jetzt erstmal nur Getriebe haben. Kann er haben. Gerne. Zack, rein damit. Pelle drauf. Herrlich. Oh ne, runter damit und andersrum auch rein. Zack. Und zack. Nice. Sehr schön. Das war eine ganz schnelle Nummer hier, würde ich sagen. Erledigt, erledigt, erledigt. Wir kriegen 12.800. Ach, mit 40, 50 kommst du nicht mal hin, wenn ich den Wagen restauriere. Da musst du dann doch noch mal tiefer in die Tasche greifen. So ein 100.000er kannst du mal hier so lassen. Passt auf jeden Fall. Katscheng, vielen Dank. Nehmen wir mit. Okay. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Ja, passt doch, würde ich sagen. Nice. Herrlich. Haben wir wieder was geschafft. Finde ich gut. Der T-Series ist fertig. Hier haben wir uns für den Motor entschieden. Wir haben den Porsche-Fahrer glücklich gemacht. Ja, das alles in einer Folge. Wenn das mal nicht zügig ging. Würde ich aber auch sagen, dann beenden wir jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne wie immer kommentieren, Däumchen nach oben da lassen und auch gerne ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.